du am Morgen kommst du das DHL-Auto. Postauto muss die Teile liefern. Ach, nur diese Teile hier. Das wird jetzt da ins Haus eingemacht. Weil du hast schon was bestellt. Du hast nämlich hier Steine bestellt. Der Firma, wo die Container bestellt werden, wo alle anderen Fahrzeuge parken. Weiterkommen da. Wie da jetzt auch die restlichen Sachen da abliefern. Weil da ist eine Baustelle. Und die Bagger für am Morgen müssen früh am reinlichen Morgen ihren langen Bagger am Boden. Kann sogar die Türen öffnen. Das alte Muster weg, weil es das abgestellt wird und auf andere Autos drauf ist. Gut, jetzt ist das Postauto. Kannst du mir das da so befestigen, Paps?
nämlich Wir wollen so da an dem Mundgeber dran stehen. Hast du da denn fahr endlich weiter, wirst du sagen. Was hast du denn fahr endlich weiter? Jack, siehst du da nicht, dass vorne eine Baustelle ist? Wirst du sagen. Aber Jack, wir kommen hier nicht weiter. Vorne ist doch eine Baustelle. Und da stehen alle die Schuhe. Und schnell wieder, wir sind die Rettungsfahrzeug an der Stelle. Dieses zum Beispiel, weil das ist so Zeug, damit sie besser fahren können mit den Reifen. Deswegen muss das dran gemacht, an die Autos dran gemacht werden. So, dann können nämlich die Reifen von den Schwab besser fahren. Bei dem die ganzen, weil an dem ist ja ein Mundkleber. An dem Mundkleber müssen die ganzen Reifen gesprüht werden. So, was machen die denn jetzt los? Aber Papst, der muss das wirklich anschalten, dass der da, damit der gut sieht, dass der alles zurechtkommt. Da bin ich, warten wir noch schnell, der hat die Scheinwerfer und das Licht angemacht von da,
damit der dann so war gut beschäftigt, als das der Abschnitt war. Und da hat der Vorland angemacht. Der den hat angewerft, bitte die Feuerwehr des. Die hat nämlich da mal was. Hat nämlich da was, weil der Barack muss da wegfahren, hat ja schon den gebeten, aber Bobcat angerufen. Der Mimok muss ja nicht im Stau stehen. Der dreht einfach hier rum. Darum dreht der. Der dreht da so mit dem Anhänger. Und dann fährt er da auf diese Straße drauf. Auf diese Straße. Und dann transportiert. Salvin wird auf der Palette geliefert. Zuerst in den. Jetzt kommt da den Container auf, damit er das da reinstellen kann. Damit er sich in den Container stellen kann. Welche Höhe muss der schalten? Und welche? Frag ich mich. Wo können wir das da rein? In diesem Container ist noch gar nichts drin. Noch nicht wie in dem anderen. So, jetzt können die abtransportiert werden. Der Truck fährt los. Tut.